2018. Herzlichen Glückwunsch, Patrick Lange. Patrick Lange gewinnt 2018 den Ironman Hawaii zum zweiten Mal nacheinander. Dieses Jahr sogar mit Fabelrekord. Erstmals unter der 8-Stunden-Grenze. Patrick Lange, jetzt auch Sportler des Jahres. Patrick, meinen allerherzlichsten Glückwunsch und meinen allergrößten Respekt. Letztes Jahr zweiter Platz bei den Sportlern des Jahres, heute Sieg auf voller Länge. Titel verteidigt in Hawaii, Rekordzeit unter 8 Stunden, das hat bislang noch kein Mensch geschafft. Was war da los an diesem 13. Oktober 2018? Es war einfach mein Tag, nach etwas holprigem Schwimmen. Mit etwas mehr Rückstand als eigentlich gedacht, lief es ab dem Radfahren wirklich einfach perfekt, muss man so sagen. Wir hatten perfekte Bedingungen, ich habe sie mir am besten zunutze gemacht und es war einfach nur für mich ganz überwältigend. Ich habe die ganze Zeit im Kopf durchgerechnet, okay, wie weit ist es noch bis zum Ziel, klappt das mit den 7 Stunden, und es war wirklich eine extreme Motivation, die mich dann durch das Rennen gepusht hat. Ja. Ja, und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Reaktion, denn die Sportler des Jahres Trophäe bringt der erfolgreichste Triathlet der Geschichte. Warum der Patrick da eben so emotional reagiert. Mark Allen hat 5-mal nacheinander den Ironman von Hawaii gewonnen, insgesamt 6-mal. Und wir haben Bilder von ihrer Premiere im Jahr 1989. Da haben sie sich diesen Wahnsinnsfight auf der Laufstrecke mal wieder, muss man sagen, mit Dave Scott geliefert. Und es gibt, glaube ich, Patrick, keinen besseren, der heute Abend für Sie auch ein paar schöne Worte sprechen kann. Thank you for having you. It's your turn. Go ahead. A great sportsman is someone who... Ein großer Athlet ist der, der den Vorgang öffnet und dahinter das Unmögliche zeigt und deutlich macht, dass es nicht unmöglich ist. Der Maßstäbe setzt, der große Champion ist der, der auch Demut zeigen kann, Freundlichkeit, der sein Leben mit uns teilt. Patrick Lange ist einer dieser großen Champions. Und 2016 wurde er bei der WM Dritter im Triathlon. Er brach den 27 Jahre alten Marathonrekord, den ich 89 aufgestellt hatte. Als ich das hörte und er das hörte, du hast den neuen Marathonrekord, schaute er rüber und sagte, Mark, sorry, dass ich dir deinen Rekord nehme. Das ist die Demut des großen Champions, die ich meine.